Hallo und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ich muss hier noch kurz an meinen PC schließen. Nein. Okay. In der letzten Folge haben wir Abenteuermodus wieder gespielt mit der Wii-Fit-Trainerin, die wir freigeschaltet haben, ganz frisch. Und ja, wir gehen mal in den klassischen Modus und mal wieder unsere zwei Charaktere wählen, die wir zum ja freischalten hier wählen. Nehme ich mal 1, 2, 3, 4. Dreck. Ja, ich will den Inkling auf jeden Fall spielen. Und natürlich normal, weil die putzigste von allen ist. Alles klar, dann gucken wir mal, wie dieser Charakter zu spielen ist. Ob er wirklich so kompliziert oder merkwürdig ist, wie der M-Master sagt. So. Noch schießen, alles klar. Na, kann man sogar lenken, finde ich gut. Okay, wenn man B drückt, dann tut man wieder auffüllen. In den Sandsack, den haben wir auch noch nicht gesehen, glaube ich. Ja, da habe ich mir schon gedacht. Wir haben diesen Roller. Pinsel. Ich wollte eigentlich nicht mit der Dings hier abschießen, ne? Okay, alles klar. Rettungsmove. Oder ist die Granate cool? Alter, ja, ist ein bisschen komisch, gebe ich zu, aber jetzt schon ist für klassisch, muss reicht auf jeden Fall. Ich muss halt immer aufpassen werden mit der Dings, ne? Mit der Farbe, die mir irgendwann ausgeht. Ich weiß nicht, ist überhaupt durch bei Smash-Angriffen auch Farbe verbrauchen? Ich glaube ja, ne? Da muss man halt viel managen hier mit Farbe und also was. Aber okay. What? Was ist jetzt passiert? Und ich bin ihn jetzt rausgeflogen. Ja, das war der falsche. Der Angriff gefällt mir. Alles klar. Okay, ist noch Gewöhnungssache, aber gucken wir mal. Radio. Ich glaube irgendwie Gegner, die irgendwie mit Farbe bestreut sind, nehmen mehr Schaden, ne? Boom. War knapp. Was ist das? Kokobai flieg. Oh, Kokobai. Ich glaube, ich muss aber immer erst leer machen, ne? Ja, er kommt jetzt nicht durch, oder was? Machst du da? Platsch. Okay.
glaube, das beste Ergebnis werde ich ja nicht kriegen, aber was soll's. Absage geschafft, ne? Mann. Also, nimm an, ich will die erstmal so so viel wie möglich mit Farbe bestreuen, ne, und dann ordentlich draufhauen, ne? Ich muss immer erst meine ganze Farbe brauchen, um wieder voll aufzuladen. Was ist das denn? Bin ich da unbesiegbar? Kann ich mir nicht vorstellen. Hör auf zu blocken. Ja, Fisch frisst den. Ich habe einen Giftpilz gegessen. War das auch nicht schlecht eigentlich. In den Boden einfangen, genauso wie Donkey Kong mit seiner Kopfnuss. Schulk, Ness und Mewtwo. Die Psychic-Typen oder was? Na, no, was war das? Oh Gott. Oh, danke. Ich bin beinahe tot gewesen. Okay. Irgendjemand ist gerade gewachsen. Ich hab's gehört. Nein. Und tun die Baseballs von der vom links regnen. Oh, Dreck. So, komm her. Die sind alle hinter mir, Dreck. Link, danke. Ich mein Bestes. Komm mal her. Ich habe jetzt ein Schwert, machst du jetzt? Was ist das? Was ist das? Sehr gut. Inkling mit einem Schwert, Farbschwert, also ein Laserschwert, nur das aus Farbe besteht. Gibt's das? Ich weiß nicht, ich habe das Platoon 2 noch nicht gespielt. Ja, das könnte bunt werden, ja. Ja, je länger ich gedrückt halte, desto weiter werfe ich diese Granate, habe ich gemerkt. Wart. So, komm her, boom. Cool. Macht Spaß irgendwie. Nicht so einfach mit ihr zu spielen, aber macht Spaß auf jeden Fall. Genauso wie die Wii Fit Trainerin. Also einige Charaktere sind halt sehr komisch zu steuern und aber es macht Spaß mit denen zu spielen. Gibt halt manchmal solche Charaktere, ne? Ich merke gerade, der Boden geht da runter weg.
Okay. Okay, jetzt weiß ich ja, was ich hier machen muss. Ich komme ja nicht. Okay, ich kann die nicht kaputt machen anscheinend. Muss halt irgendwie nur herausfinden, wie ich das machen muss. Wenn ich immer so meine 100.000 Punkte kriegt, ne? Ist auch was. So, Max, was? Das ist wie ein Kirby-Gegner. Das ist er nicht der finale Boss aus Kirby? Oh, cool. Ah, wir haben die Musik vom Final Boss aus Splatoon. Alter! Okay, komm her. Ist ja klar, ich zuerst mal, wenn ich gegen Bosskämpfe wieder voll auf die Fresse krieg. Nur so schlecht stellen wir uns nicht an, aber ich werde auf jeden Fall noch mal verrecken, das ist doch immer so. Au. Das ist ein tolles Lied. Ja, ich glaube, ich bin tot. Nein, er tut seine Augen auf mich werfen, was? Komm. Oh Gott, was ist das denn? Ja. Komm. 6.6. Auch ein ganz klein bisschen Schaden. Was hat? Warum kann ich dich nicht mit Farbe beschreuen, Max? Sehr gut. Cool. Immer in den 13 Minuten. Das war schneller als mit mehrmals jetzt gespielt. Gut gemacht. Gut gemacht. Also bis jetzt halte ich mich noch über 5 auf jeden Fall. Ich glaube sogar über 6 halte ich mich noch bisher jedes Mal. Das ist doch Aufwand, ne? Ja, ich glaube, ich hole mir Splatoon 2 irgendwann. Ob ich das aufnehme, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hole ich es mir irgendwann. Hat ja eigentlich schon Bock gemacht, muss ich sagen. Und meine 1,5 Millionen Punkte wieder. Ah. Nur. Ja. Ja, kaputt. Ich dachte, ich gucke in die falsche Richtung, was? Probier mal ein paar andere Knöpfe aus, ob die vielleicht irgendwie anders schießen oder so. Also, weiß ich nicht, wie wir sein können, ne? Weiß ich ja nicht. Lass mich in Ruhe. Ja,
ehrlich gesagt gedacht, ich würde länger brauchen, um den Inkling freizuschalten. Ich habe jetzt schon eigentlich genau den Charakter freigeschaltet, den ich am liebsten haben wollte. Von den neuen. Da gibt auch einige Charaktere, die ganzen DLC-Charaktere aus dem vierten Teil, die ich mir alle geholt habe, alle gekauft habe und so. Und auch schon runtergeladen habe, aber ich habe die noch nie gespielt, so wie Bayonetta, Cloud und also die ganzen Charaktere. Ich habe mir die alle geholt, aber zu dem Zeitpunkt habe ich gar nicht mehr Smash gespielt, also kam ich irgendwie nie dazu, die zu steuern. Deswegen generell Tetsuya Nomura. Ich glaube, ich habe Tetsuya Nomura gelesen, er ist der Erfinder von Final Fantasy, glaube ich. Und ich auch, und auch von Kingdom Hearts, also ja, okay, Cloud ist in diesem Spiel, also vielleicht ist ja Sora auch bald in dem Spiel. Das wäre mein allerliebster Lieblingscharakter, der hinzugefügt werden würde. Hey. So, wer kommt? Den mache ich platt. Inkling-Mädchen. Ach, muss ich den Inkling-Jungen auch noch spielen? Um irgendwas zu bekommen. One-Up-Pilzmütze. Wir sind eigentlich die... im Katalog betrachtet werden. Kämpfergeist. Kann ich hier auch ausrüsten? Oh, Hallöchen. Fugro, was weiß ich, wie ausgesprochen wird. Ich habe Sonne und Mond noch nie so weit durchgespielt, ehrlich gesagt. Ich bin noch relativ am Anfang. So, jetzt komm her. Au! Ist ja ganz orange. Nein. Jawohl. Ich glaube, ich weiß, wir mal jetzt nicht zu spielen. Fulgro. So. 6.6. 6.0, ja. 6 ist auf jeden Fall immer drin bisher. Ja, lass mich mal kurz im Shop vorbeischauen, weil ich kann ihn, glaube ich, wieder erweitern, wenn ich ein paar Sachen kaufe, ne? Isaac Outfit, Golden Sun. Vor Ewigkeiten gespielt. Ey. Shop-Sortiment vergrößert. Oh, Hector, Castlevania. Ja, Kampf mit Todessense beginnt, das ist irgendwie krass. Drachenrüstung. Okay. Fei Long Stage, Super Street Fighter 2. Ich gebe mein ganzes Geld aus, ey. Boom. Ich hatte 10 verschiedene Mii-Anzüge. Was hat der vor? Alles klar, welchen Charakter? Fulgro? Mal schauen. Vielleicht. Ich glaube ja. Aber ich will nicht alle Charaktere, alle neuen Charaktere direkt hier verballern. Also. Mach mal einfach. Yoshi. So, wer kann am besten Yoshi nachmachen? Könnt ihr gut Yoshi nachmachen? Wir wissen, wie er Yoshi sagt. Kommt. Hier ist meine Yoshi-Impression. Yoshi. So klingt Yoshi, ne? Blubop. Komm herunter. Gibt's einfach nicht. Ich hab da drüber geworfen. Was? Ich habe den nicht angegriffen, oder? Ist meine Maus irgendwie hier so rumgelatscht oder was? Nur weil es ja gerade passiert. Das sind manchmal so Sachen. Manchmal hast du echt keinen Plan, was in diesem Spiel passiert, ne? Alter. Hm.
Ja, den Angriff hat er auch noch. Mein Gott. Ich meine, wie groß Ridley ist, ey. Ist er normal so groß oder hat er irgendwie, ist er vergrößert in diesem Kampf? Boah. Ich glaube, der ist vergrößert. Ich glaube nicht, dass der so riesig ist. Da war jetzt eigentlich nicht so geplant, aber gut, nicht gut. Ja, King K. Rool, Kampf der Vieh von Dinos und Drachen, merke ich gerade. Okay, stimmt, wir haben gegen Ridley gekämpft, welcher, weiß ich nicht, was genau der sein soll. Ob das noch mal klappt. Okay, genug herumgespielt. Gott, war gruselig. Der will gar nicht gegen mich kämpfen, habe ich so ein Gefühl. Ja, warum fliegst du jetzt nicht durch die Gegend, ey? Hier, frisst halt. Dreck. Hätte ja klappen können. Luftkampf, Luftkampf. Oh, Curry, glaube ich. Nee, war nicht Curry. Boom! Kopfnuss. Ah. Überrascht hatte ich Yoshi nicht irgendwie Main. Das ist mein Main in Mario Kart. Oh Gott. Das könnte nervig werden, glaube ich. So, was ist das? Nein. Boah. Ist einer von denen schon rausgeflogen? Nee, ne? Wir hocken, die knallen die ganze Zeit dagegen, ey. Boah. Oh, na, endlich mal. Morgen ist immer noch am Leben, ey. Ludwig, verpiss dich, niemand mag deine Musik. So, das gibt's doch einfach nicht, ey. Der fliegt nicht raus. So. Oh, was? Oh, ich dachte, er verwandelt sich. Oh. Also wurde anscheinend auch geändert, die Ultimate. Rüstert. Okay. Der lebt immer noch. Ja, kannst du zwei von ihnen ausweichen? Kommt der Erste so runtergeschossen. Überlebt er. Ja, aber was warst du gegen den Zweiten? Ist ja von wo die Anspielung ist. Dich. Nein. Oh, danke, ich glaube, du hast mich gerettet. Gott verdammt, ey, dann fahr ich wegen so einen Scheiß wieder. Ey. Pisser. Ob so Spam, ey. Ja, es ist doch nicht so effektiv, aber was soll's. Obwohl er ist neutral gegen den. Dieser Flug und. Dieser Flug und Feuer. Er hat verloren. Er kotzt mich ja schon wieder an, dass ich so Mist verloren habe. Du bist definitiv größer.
jetzt irgendwie nie diesen einen Angriff ein, diesen Down Special. Genau den Bowser. Nein. Oh Gott, die wollte ich einsammeln gerade. Nein, du fettes Stück. Sehr gut. Alter. Ich hab den voll zerstört gerade. Hey. Oh, 7,9, das wird wehtun. Erstmal ein Bonusspiel. Wir sehen, wenn ich so schnell wie möglich hier durchgehe. Also richtig schnell. Dreck. Boom. Ja, da muss man doch schneller durchrennen, ne? 34, vielleicht kriege ich ja was. Wenn ich noch schneller hier durchrennen. Weiß man ja nicht. Muss ich mal beim Meilenstein nachgucken. Was zum Rattler Lost ist das Monster Hunter. Wir machen einen Monster Hunter Monster in diesem Spiel. Als ob Capcom. Ich weiß, wie man dich besiegt. Ich will einfach Ice Equipment hier rausholen. Mein Gott, das ist sogar der Angriff. Kann ich deinen Schwanz abpacken? Da kann man den Monster Hunter nämlich machen. Oh, hier gegen so Bossgegner, ne? Ich komme irgendwie nie gegen solche Gegner klar, irgendwie immer irgendwie Probleme. Musik in meinem Fernseher ist leider ein bisschen so leise. Jetzt kann ich nämlich erkennen, ob das gleiche Lied ist, das gegen den abgespielt wird. Eine Fallgrube. Cool. Kann ich dich damit einfangen? Oh, bitte sag. Bitte sag, ich kann dich damit einfangen. Los, komm. Oh, lauf doch da rein, Mann. Jawohl. Genau wie im Spiel. Ja, ich habe Monster Hunter gespielt. 3 Ultimate und Monster Hunter World. So, aber Let's Play beides. Den Angriff kann ich aber nicht. Und schon beim ersten Mal. Er fällt um, weil er erschöpft ist. Sehr gut. Was ist das? Betäubung. Ach, wie Schalldinger. Nein. Oh. Hey, das kotzt mich so an. Ich verreck jedes Mal. Mindestens einmal. Ich schwör, wenn man den seinen Schwanz abpacken kann, ne? Boah. Was ist das? Sehr cool. Und 7,8. Ja, war noch halbwegs gut, ehrlich gesagt. Weil ich Yoshi gespielt habe, also wenn ich nicht jetzt nicht so oft spiele überhaupt, jetzt nicht so mein First Choice Charakter, also aber egal, es reicht halt, ne?
Vielleicht werde ich auch ein bisschen besser. Also macht es jetzt nicht wirklich einen Unterschied, wenig Spiel oder so. Vielleicht komme ich halt in Übung gerade, ne? Das kann natürlich auch sein. Aber wer hätte das gedacht, je öfter man ein Spiel spielt, desto besser wird man darin. Und genauso wie so Entdeckungen, wie wenn ich einen Gegner so oft wie möglich Schaden anrichte, dann stirbt er irgendwann. Sachen sind dunkler im Dunkeln. Habe ich letztes Mal irgendwo gehört. Wenn jemand so voll mit ernster Miene gesagt hat. Aua. All-Star-Moves müssen wir auch mal versuchen irgendwann. Aber ich kann mir vorstellen, das ist ein bisschen schwierig, aber man muss dann gegen alle Charaktere spielen, die man wahrscheinlich dann schon freigeschaltet hat. Deswegen soll ich das eigentlich so früh wie möglich machen, aber ja, ich glaube, das tun wir mal auschecken im nächsten Part. Im übernächsten, weil im nächsten Part spielen wir ja wieder Abenteuer, also. Ja, ich, wie man schon gemerkt hat, ich tue ein paar mehr Parts hier von hochladen. Einfach nur, weil ich dann mehr Grund habe, dieses Spiel wieder zu spielen. Also, wenn ich all meine Parts innerhalb einer Woche schon wieder verballert habe, ich aufgenommen habe, dann kann ich das Spiel wieder eher spielen. Und ich will dieses Spiel spielen. Also ja, deswegen habe ich so viele Parts auf einmal aus. So 2 Parts pro Tag. Vielleicht, wenn ich wieder Bock habe, und sogar noch mehr. Wie viele Punkte habe ich immer so? 1.700.000, ne? 1,7 Millionen so ungefähr. Bin mir nicht sicher. Vielleicht kriege ich einen neuen Highscore. Nö. Ich glaube, da ist so durchschnittlich, weil ich immer ab 1,75 Millionen. Glückwunsch, was ist denn hier los? Olli Meister, Schiedsrichter. Aber eine Pfeife hat, ne? Yoshi. 5 Volt. Big the Cat, das von Sonic. Und 5 Volt ist, glaube ich, vom WarioWare. Champions Road. Das ist auch vom Pokémon, ne? Hallöchen, apropos Pokémon, ne? Ein neuer Gegner. Hi. Au. Mein Gott, ist Lucario winzig. Die Proportionen der Mario-Charaktere sind halt so extrem, habe ich so ein Gefühl. Ey. Seine Down-Angriff ist aber richtig gut, ey. Na, ich dachte, er war tot. Man fliegt in meinen Eimern. Ja. Lucario kämpft nun mit. Nichts, alles klar. Das ist so ein Problem. Ich tue Charaktere mit Charaktere Dings durchspielen, und dann tue ich wieder neue freischalten. Das endet irgendwie nicht. So, Primärgeist 6000. Uff. Ob ich was Songs. Oh, Mute City. Sehr geil. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. Ja, ich kann mir den nicht holen. Dreck. Gibt es irgendwelche sehr simplen Meilensteine, die ich erreichen kann? Büro, spiel als Simon, setzt ein Ultra Smash ein. Geh mit einem Freund mit Maiken. Ja, wird sich schon irgendwann ergeben. Jedenfalls, das war's für diesen Part. In der nächsten Folge machen wir wieder weiter im Abenteuermodus, ne? Und ja, ich bedanke mich allseits fürs Zuschauen. Bitte hinterlasst einen Kommentar, ein Like, ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss, Zikowski.